Diesen Bericht präsentiert euch Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpe von Speck im Haushalt, Sport, Freizeit, Business und Sicherheit. Die Pumpen von Speck, der Garant für Druck in eurer Wasserleitung. Speckpumpen. MotorTV 22 baut beim Eisboot meine Story und wir bauen heute am Hockenheimring bei der Turnwagenlegende. Und wir haben zwei Piloten, den Wolfgang Wemhoff und den Hans Robert. Hans Robert, du bist mit deinem BMW M3 Gruppe N, dann modifiziert Gruppe A. Und das ganz Besondere von dem Auto, der hat eine Straßenzulassung. Ja, das ist korrekt. Das Auto hat eine tolle Geschichte. Ist aufgebaut worden von dem Tauber Motorsport, bekannt aus der DTM. Übrigens hier fährt, glaube ich, auch einer mit, der mit dem Tic-Tac-Design. Das ist auch original von Tauber gewesen. Ja, und der wurde in der Langstrecke gefahren beim 24-Stunden-Rennen. Und der German Tauber ist damit, ich glaube, 92 DTT gefahren. Und wie ich mitbekommen habe, hast du das Auto seit 1997. Ja, korrekt. Ich bin damals für Tauber gefahren am Nürburgring zusammen, mit German Tauber meine ich. Und 97 dann war er in der Motorsport aktuell, oder Powerslide hieß sie damals, glaube ich noch. Da habe ich zugeschlagen. Ein Straßenfahrzeug, das was bei der Turnwagenlegende hier mitfährt und bei einer Plattform, die richtig toll jetzt ist, wiederum für die alten Fahrzeuge. Ja, das ist eine super Serie hier, kann man nur sagen. Die Autos, jeder, der ein bisschen autoaffin ist, dem muss das Herz aufgehen bei den schönen Fahrzeugen, die hier bewegt werden. Und das ist natürlich genau das richtige Spielfeld für so ein Schätzchen. Ja, das ist ein alter M3, ist damals aufgebaut worden in den 90er Jahren von Theo Frick. Theo Frick war ein Schrauber aus Obergünzburg in Bayern, bekannt damals für diese Ultra-Breitbauten, dafür 202. Und der hat auf einer BMW-Karosse mit dem 3-Liter-Motor, also nicht der 6-Zylinder, 285 PS, das Fahrzeug als Straßenfahrzeug aufgebaut und ist dann über einige Hände gegangen und vor 2 Jahren habe ich es dann gekauft und als Replika für die Replika in Anlehnung an die STW 320 aus Italien gebaut. Ja, und es macht dir richtig Freude, hier mit den großen Legenden hier mitzufahren. Aber hätte ich mir früher nie vorstellen können, dass man mit den großen Namen fährt und jedes Mal, wenn man überholt wird und da sieht, oh, das ist Klaus Ludwig sitzt da drin, oh, das ist Kurt Thiem, dann kann man eigentlich schon rechts ranfahren und sich lachen und darüber freuen, dass man es so machen darf. Nee, das ist sagenhaft, macht riesen Spaß. Die Plattform. Ja gut, das ist also die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die man sonst nie kennenlernen würde. Hans Robert hier, wir haben uns kennengelernt letztes Jahr beim 4-2-Stunden-Rennen, beim Aufbauen. Dann haben wir direkt den Kaffee gegenseitig gekocht, dann kommen wir gut miteinander klar. Und die sollte, wird man nicht kennenlernen, wenn man nicht in so einer so viel Benzin begeisterte Leute in so einem Forum hätte, wie das hier der Fall ist. Und also da die Leute kennenzulernen, also die Hilfsbereitschaft zu haben, den Spaß, den wir hier jederzeit haben, durchaus auch über die Rennwochenenden hinaus, das ist, muss man auch sagen, ist eine ganz tolle Plattform. Ja, eine tolle Plattform hier bei den Legenden. Ja, Hans-Robert Holzer, du fährst ja mit diesem BMW nicht nur hier die Legenden, sondern auch Langstreckenrennen. Inzwischen nicht mehr. Ich bin sehr lange Langstrecken gefahren, aber das habe ich jetzt aus dem Programm gestrichen. Also es gibt es nur mehr die Legenden? Es gibt momentan nur die Legenden, das ist korrekt, ja. Wir wünschen euch ein tolles Qualifying, alles Gute und eine gute Position morgen für das erste Rennen. Genau. Danke. Okay, danke. Viel Spaß euch beim Zuschauen auch. Danke. Er fährt zum Meistertitel. Alles Gute. Danke dir.